Die Lieblingseinstellung von Stanley Kubrick war die Fluchtpunktperspektive. Der Amerikaner Kogonada macht dies 2012 in einem Clip mit einer Länge von 1 Minute 40 mehr als deutlich. Nach einigen weiteren Videos, in denen er Werke von Terrence Malick, Quentin Tarantino oder Alfred Hitchcock unter die Lupe nimmt, wird der kinobegeisterte Sohn südkoreanischer Einwanderer mit seinem Spielfilm Columbus selbst zum Regisseur. Zur eigenen Überraschung ist sein Erstling die Sensation beim letzten Sundance Film Festival. Sag mal, Kogonada, ist es nicht unheimlich, hinter die Kamera zu treten, wenn man jahrelang die Meisterwerke des Films seziert hat? Und wie? Ich würde nicht mal im Traum annehmen, mein Debütfilm wäre mit diesen Legenden vergleichbar. Er ist ein Anfang und ein weiterer Schritt bei dem Versuch, eine Art von Kinofilm zu machen, die mich schon immer bewegt hat. Ich ging nicht mit der Erwartung heran, etwas so Tolles zu schaffen wie die großen Meister. Für seine Supercuts, Videomontagen aus Sequenzen anderer Regisseure, studiert Kogonada die Filmgeschichte. Und aus Bewunderung für Yasujiro Ozu übernimmt er den Namen von dessen Co-Autor Kongo Noda. Die Kinobesessenheit des in Seoul geborenen Amerikaners liegt in seiner frühen Kindheit. Meine Eltern waren sehr filmbegeistert. Wir sind in die USA ausgewandert und als Immigranten mussten die beiden sehr hart arbeiten. Deshalb hatten wir keinen engen Draht zueinander. Aber später fand ich heraus, dass sie sich dank des Films kennengelernt haben. Das lag mir also irgendwie im Blut. Sie ließen mich als Kind immer am Kino raus und ich schlich mich in Filme, die ich eigentlich noch nicht sehen durfte. Ich habe das immer gemocht, aber meine große Liebe wurde eine andere Art von Film. Kogonada widmet Yasujiro Ozu, Regisseur von Die Reise nach Tokio und Ein Herbstnachmittag, vor 5 Jahren einen Supercut. Und der 1963 verstorbene Japaner ist auch die größte Inspirationsquelle für Columbus. An dem Film sind unter anderem der Co-Autor von Rogue One, der Kameramann von Fast and Furious und Hauptdarsteller John Cho, der Mr. Sulu aus der neuen Star Trek-Reihe beteiligt. In Columbus spielt er einen Übersetzer, der während des Todeskampfes seines Vaters in der gleichnamigen Stadt in Indiana festsitzt, die für ihre monumentalen Bauwerke berühmt ist. Trost findet er in den Gesprächen mit einer architekturbegeisterten jungen Frau. In Deutschland wird der Film erstmals letzten Juni beim Filmfest München gezeigt. There's this belief that if you're not there when a family member dies, your spirit will roam aimlessly and become a ghost. I saw you at the hospital. Are you from here? Yeah. You like it here? I'm really interested in architecture. Yeah, I hear this town is quite the mecca. Mein Vater sagte immer, Sushi machen sieht einfach aus. Doch ein Meister lernt jahrelang, wie man Fisch richtig schneidet und wie wichtig die Temperatur der Hände und die Schnitttechnik sind. Mit dem Filmemachen ist es genau dasselbe. Ah.
Um die richtige Entscheidung für einen Schnitt zu treffen, siehst du dir jedes einzelne Bild an. Denn der Augenblick, in dem etwas beginnt und endet, ist extrem wichtig.